Habt ihr euch eigentlich auch schon mal gefragt, warum der Konzern Decathlon so viel günstiger ist? Natürlich ist er in allen Sportarten und Branchen deutlich günstiger als die Konkurrenz, aber vor allen Dingen im Bergsport macht das meiner Meinung nach keinen Sinn. Schließlich reden wir hier oftmals von sicherheitsrelevanter Ausrüstung, die in der EU nur unter gewissen Normen vertrieben werden darf. Das bedeutet, Decathlon kann an dieser Stelle gar nicht sparen. Wieso sind sie aber dann trotzdem so viel günstiger als die Konkurrenz? Natürlich darf man nicht vergessen, dass die Kleidung, die Decathlon verkauft für den Bergsport, nicht unbedingt einer Euronorm unterliegen muss. Aber trotzdem muss die gewisse Angabe in der Beschreibung der Jacke trotzdem ungefähr hinkommen und die sind ja doch teilweise sehr beeindruckend, wie man sieht. Insofern frage ich mich, wie die Kleidung hier tatsächlich abschneiden kann und warum die es letztlich trotzdem schafft, obwohl sie günstig ist, so zu überzeugen. Deswegen werden wir jetzt hier mal eine kleine Bestellung aufgeben und uns das im Praxistest nächste Woche dann im Detail anschauen. So, und wenn wir uns jetzt hier mal die Übersicht der Simon-Produkte anschauen, also wenn wir einfach mal bei Decathlon Simon eingeben, dann sehen wir, mit was für einer Produktvielfalt wir es hier eigentlich zu tun haben. Wir haben hier Softshelljacken, wir haben Kletter-T-Shirts, wir haben Karabiner, wir haben aber auch Kletterschuhe, Seile, Rebschnüre, Handschuhe, und Expressschlingen, irgendwo haben wir, glaube ich, auch Eispickel. Hier haben wir so zum Beispiel sogar Eispickelschlaufen und vieles, vieles mehr. Also es geht bis hin zu eigenen Ersatzteilen für die entsprechenden Steigeisen. Wir haben sogar Schraubglieder, also wir haben hier eigentlich echt alles. Und das ist eigentlich auch das Spannende an Simon. Sie produzieren in jeder Produktsparte und sie haben eigentlich ihre früher mal sehr angesehenen Produktsparten, also das Eisklettern, die Expressschlingen, diese ganze Metallausrüstung, dieses ganze technische Equipment. Weil mittlerweile haben sie sogar Klettergriffe, wie man hier sehen kann. Auf der anderen Seite haben sie aber heute dieses massentaugliche, diese T-Shirts, Hosen und so weiter. Und jetzt habe ich mir ein paar Sachen rausgesucht, bei denen ich der Meinung bin, dass sie Simon mehr oder weniger doch ganz gut repräsentieren könnten. Ursprünglich wollte ich ja eigentlich dorthin fahren. Aber was mir direkt aufgefallen ist bei meiner Recherche ist, dass Simon leider nur sehr vereinzelt Produkte in den einzelnen Decathlon-Geschäften lagernd hat. Und so verteilt sich das gesamte Sortiment von Simon auf die einzelnen Standorte in München, aber in Deutschland generell, Rosenheim und in Wien. Und so war das leider nicht praktikabel, weshalb es jetzt eben die Online-Bestellung wird. Aber hier sieht man zum Beispiel auch Pickel. Sie haben hier Ersatzschrauben für die Eispickel und so weiter. Also man merkt Simon grundsätzlich schon noch an, dass sie tatsächlich den Anspruch haben, sehr professionell zu arbeiten. Sie haben sogar Crashpads, die lächerlich günstig sind. Aber so auf dem Stand sind wir jetzt aktuell mal. Und sie bieten lustigerweise auch Schlafsäcke, teilweise extrem, extrem warm an und Zelte und so weiter. Also man kann bei Simon im Prinzip das komplette Sortiment kaufen, von Anfangen zu wandern bis hin zu ja, High-End-Hochtouren und Höhenbergsteigen. Sie haben jedes Produkt für jeden Anwendungszweck im Sortiment. Und das ist etwas, das können die meisten Marken, die es normalerweise am Markt gibt, eben nicht. Bei Simon kann ich für Klettern trainieren, ich kann die Kletterausrüstung kaufen, ich kann ein Zelt fürs Hochgebirge kaufen, ich kann Hochtourenschuhe kaufen, ich kann einen Schlafsack für Expeditionen kaufen und ich kann das simple Gewand zum Wandern kaufen. Und das alles von einer Marke. Und das hängt maßgeblich mit Decathlon zusammen. Und das darf man eben nicht vergessen. Simon wäre nicht das, was es heute ist, wenn nicht Decathlon wäre. Und das meine ich jetzt ganz, ganz exakt formuliert, im positiven wie auch im negativen Sinne. Denn, das wollen wir natürlich herausfinden, ein Spezialist ist deshalb ein Spezialist, weil er in seinem Spezialgebiet absolute Weltklasse ist. Und wenn ich mich aber auf nichts spezialisiere, sondern überall vertreten bin, dann wird es natürlich kritisch, ob ich tatsächlich immer noch die Qualität abliefern kann, die man von mir erwartet. Und zum einen habe ich mir hier nun Kletterhandschuhe für einen Klettersteig, aber auch fürs Sichern rausgesucht, die ich vergleichen werde mit deutlich teureren. Von Black Diamond beispielsweise. Ich meine, die kosten jetzt hier 23 Euro. Das Pendant von Black Diamond kostet 45 Euro. Da gibt es auch welche für 50 und so weiter. Und da ist es natürlich spannend, wie sieht es hier mit dem Abrieb aus. Dann haben wir hier noch ein Merino-Shirt. Hier ist natürlich wieder die Frage, woher kommt das Merino?
Ja, das ist sowieso eine Frage. Ich möchte da jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber hier stecke ich sowieso sehr tief in Recherchen drin. Woher kommen eigentlich die ganzen Stoffe, die die verschiedenen Firmen verwenden? Also in diesem Sinne bestellen wir das jetzt mal und schauen uns das dann im Detail an. Für 29,90 Euro auch hier wieder lächerlicher Preis, wenn man es mit T-Shirts von Icebreaker oder Waterworks vergleichen möchte. Dann haben wir hier eine Klettershorts. Ich meine, sie schaut jetzt nicht unfassbar genial aus, muss ich ehrlicherweise zugeben. Also mein Geschmack trifft es nicht. Aber für 19,90 Euro, ich meine, so what? Meine La Sportiva Kletterhosen, die sind qualitativ nicht genial und sie kosten 80, 90 Euro und sind ebenfalls nach einem Jahr am Fels vollkommen zerstört. Also, wow, da kriege ich ja fast vier Hosen für das Geld. Dementsprechend, das wird ganz interessant. Dann habe ich mir hier noch einen Rucksack rausgesucht, bei dem ich hochgespannt bin, wie sich der schlagen wird, denn es soll eigentlich ein Kletterrucksack sein, aber es soll auch ein Seilsack sein. Und da gibt es noch keine richtige, da habe ich noch keine richtige Beschreibung dazu gefunden. Das ist ein absolut minimalistischer Rucksack, das steht auf jeden Fall mal fest. Und das finde ich natürlich gut, weil damit ist er super leicht. Und er ist auf jeden Fall eher ein Kletterrucksack. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich der im Einsatz schlagen wird, denn bei Kletterrucksäcken bin ich, was auch immer der Pickel da jetzt soll, bei Kletterrucksäcken bin ich persönlich sehr, sehr empfindlich. Denn diese Dinger müssen unglaublich robust und abriebfest sein, denn wenn ich mich da irgendwo mal dagegen hau damit oder wenn ich den Rucksack irgendwo ablege oder über den Fels scheuere damit, dann muss der das aushalten können. Und da habe ich in der Vergangenheit auch tatsächlich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ob ein Rucksack für 19,99 Euro das kann? Ich bin skeptisch. Es ist mir fast zu günstig, um das zu glauben. Ich meine, meine Alpinkletterrucksäcke kosten normalerweise 100, 120 Euro. Der kostet 20 Euro. Also, da bin ich etwas skeptisch. Dann haben wir hier noch einen Tourenrucksack, den finde ich ganz spannend, den Alpinism 33. Da wird es wieder interessant, was kann er alles, wie funktioniert er tatsächlich in der Praxis, auch im Vergleich mit sehr, sehr teuren Produkten. Hier im Hintergrund hängt der Peak Light 32 von Ortovox, der kostet dreimal so viel. In diesem Sinne bin ich wirklich, wirklich gespannt, ob er tatsächlich auch dreimal so gut ist wie der, den wir hier sehen, ob er eigentlich komplett brauchbar ist. Hier wird es richtig, richtig spannend. Dann haben wir die Simon Softshell Jacke. Hier bin ich tatsächlich gespannt, wie sie die angegebenen Daten tatsächlich, ja, wie sie abliefern kann. Also angeblich haben wir winddicht, wasserabweisend, strapazierfähig, Wärmeleistung plus 9 Grad. Dem werden wir definitiv auf den Grund gehen bei einer Nachtwanderung. Also ich bin hier wirklich, wirklich gespannt, ob die tatsächlich das erfüllt, was sie hier angibt. Und dann habe ich noch ein technisches Produkt, weil ich das ganz wichtig finde, zu Simon auch mal ein bisschen zurückzuschauen und zu sagen, was wurde eigentlich aus der Techniksparte? Die Techniksparte von Simon, die wurde ja ebenfalls von Decathlon im Prinzip übernommen und wurde nur unter dieser Submarke dann quasi Simon weitergeführt. In diesem Sinne bin ich gespannt, ob diese Karabiner beispielsweise tatsächlich auch mit den High-End-Produkten, die es von anderen Firmen gibt, Petzl zum Beispiel, mithalten kann. Denn früher, so erzählt man es sich, war es tatsächlich so, dass Simon den Takt angegeben hat, was sämtliche, ja, stählerne Ausrüstung betroffen hat. Und dementsprechend bin ich gespannt, ob sie das heute immer noch tun können. Und das zu einem relativ günstigen Preis, weil bei 8,99 muss ich ehrlicherweise sagen, da muss man bei Petzl schon deutlich mehr bezahlen, damit man einen Karabiner kriegt. Aber er ist auch etwas schwerer, aber wirklich nur etwas. Aber das sind alles Details, die schauen wir uns dann an, wenn die Ware da ist. Ich werde das jetzt alles mal bestellen und ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Wir werden das alles dann testen. Ich bin am Bezweifeln, dass ich alles davon behalten werde. Das sage ich deshalb, weil ich glaube, dass wir es hier teilweise auch mit Produkten zu tun haben, die nicht ganz meinen Anforderungen entsprechen oder ganz meinen Ansprüchen genügen werden. Aber das werden wir jetzt dann nächste Woche herausfinden und ich bin sehr gespannt, ob vielleicht durch diese ganzen Produkte, die jetzt ankommen, etwas hier ankommt, wo ich mir denke, das könnte vielleicht für euch auch was Großartiges sein, wenn ihr durchschnittlich unterwegs seid oder so. Aber vielleicht überrascht mich auch etwas und ich bin aus den Socken und will nur noch Simon. Ich bin wirklich, wirklich gespannt. Die
Sicherheitsausrüstung, die ist tatsächlich gar nicht so viel günstiger, als man das eigentlich von den anderen etablierten Marken gewöhnt ist. Das bedeutet, in Wirklichkeit macht es nicht so viel Unterschied. Bestellt man aber 20 Stück Karabiner beispielsweise und spart bei jedem 1 Euro, hat man 20 Euro gespart. Was dann doch schon wieder eine Menge Geld ist. Damit kann man viele zusätzliche Karabiner kaufen beispielsweise. Und ob das Ganze dann letztlich tatsächlich einen Unterschied macht? Ich glaube es fast nicht, denn wir sprechen ja hier immer noch von sicherheitsrelevanter Ausrüstung. Das heißt, sie muss halten, was sie verspricht. Drunter geht gar nichts. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass wir hier bei Decathlon nicht einfach nur von irgendeinem günstigen China-Ramsch-Hersteller sprechen, sondern von der Marke Simon. Und Simon, das ist eigentlich ein ganz besonderer Hersteller, denn der hat das Bergsteigen mehr oder weniger, vor allen Dingen im technischen Aspekt, in Chamonix am Fuße des Mont Blancs mehr oder weniger erfunden. In diesem Sinne kann man eigentlich sagen, dass es sich hierbei gar nicht um richtigen Schrott handeln kann, denn wir sprechen hier immer noch von der Expertise von über 100 Jahren Entwicklungszeit und Forschung. Trotzdem ist Simon unter der Firma Decathlon natürlich etwas, sagen wir, in ihrem Image geschrumpft. Denn alles, was unter Decathlon vertrieben wird, hat eben oftmals den Ruf, billig zu sein. Nicht nur günstig, sondern eben billig. Die Frage ist nun, ob irgendwas an Simon tatsächlich noch an Simon erinnert, an die hohe Qualität, die man früher mal bei Steigeisen, Pickeln und Co. gewöhnt war, oder ob es tatsächlich vom Decathlon-Riesen verschluckt wurde und zum Discount-Hersteller geworden ist. Besonders interessieren würde mich, ob ihr eigentlich zufrieden seid mit euren Decathlon-Produkten. Decathlon ist ja eine Firma, die ja mal so bewertet wird. Auf der einen Seite finden sie die Leute toll, weil sie günstige Produkte herstellen und das zu einer Qualität, die in Ordnung ist. Auf der anderen Seite sagen viele Leute, dass sie für den High-End-Bereich überhaupt nichts lagernd haben und sie trotzdem aber viele Dinge als High Mountaineering Equipment vertreiben. Und das passt nicht zusammen. Das heißt, die Kritiker sagen oftmals, dass es sich doch nur um Ramsch handelt, zu einem dementsprechenden Preis, der eigentlich nicht wirklich verwendbar ist. Irgendwo in der Mitte befindet ihr vielleicht euch und dementsprechend würde es mich interessieren, was ihr zur Firma Decathlon, vielleicht auch zur Firma Simon selbst zu sagen habt. Schreibt es gerne unten in die Kommentare, gebt dem Video einen Daumen hoch und wir sehen uns nächste Woche Freitag. Da schauen wir uns dann tatsächlich an, wie die Produkte von der Firma Simon und die anderen Decathlon-Produkte so im Test abschneiden, vor allen Dingen im Vergleich zu deutlich, deutlich teureren Produkten von der Konkurrenz. Seid also gespannt. Ihr habt gesehen, was wir heute eingekauft haben. Genau das wird es dann nächste Woche auch im Test geben. Bis dahin wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!